Dieses verrückte Luder. Okay, mit Mitternacht kommt man noch 24 Uhr malen. Können wir nochmal ausprobieren. Ohne Kleingeld. Achso, Entschuldigung. Klappt es? Ja, Braun am Apparat? Hier spricht Super Gordo. Wissen Sie, was wirklich super wäre? Was denn? Wenn Sie aufhören würden, mich zu belästigen. Hä? Zwei Spinnen. Hier spricht Elke. Ist Herr Wild? Okay, bla 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 bla. Herr, der mich will, ja. Okay, nochmal angucken. Zwei Spinnen fahren um Mitternacht Achterbahn. Meine Frau, dieses verrückte Luder. Zwei Spinnen, da könnte man erst sagen zwei. Und Spinnen. Zwei Spinnen fahren um Mitternacht. Zwei. Acht. Warum geht es nicht? Zwei. Zwei. Hey. Zwei. Um 12 Uhr. Und acht waren. Warum geht es nicht? Hi. Hier ist Marc. Ja, ja. Ja, tschüss. Das möchte ich gleich nochmal hören. Hat sie schon ausprobiert? Ich weiß es nicht. Hallo? Okay, doch. Hallo? Rüdiger? Ich hab dir gesagt, ruf nie wieder bei mir an. Ja. Ich verstehe es nicht. Müssen wir dann nochmal anhören hier. So, ja, tschüss. Und jetzt hier nochmal Büro Hengst. Oh, da ist Büro Hengst. Sprechen. Zwei Spinnen fahren um Mitternacht Achterbahn. Meine Frau, dieses verrückte Luder. Warum geht es denn nicht? Zwei Spinnen, nicht Nummer zwei. Spinnen ist vielleicht egal. Achterbahn. Mitternacht ist 12 Uhr. Dann ist. Und Achterbahn ist dann die Nummer 8. Hä? Nochmal. Nochmal reden. Zwei Spinnen fahren um Mitternacht Achterbahn. Meine Frau, dieses verrückte Luder. Zwei, zwölf, acht. Zwei Spinnen fahren um Mitternacht Achterbahn. Meine Frau, dieses verrückte Luder. Okay. Jetzt gucke ich gerade mal im Internet nach, wie ich mir gemerkt, weil ich gerade ein bisschen stoppe. Jetzt muss ich bloß finden, wo das ist. Gerade auf dem Handy halt. Sofort. Wo bin ich jetzt? Hä? Hä? 2808. Warum 2808? Zwei Spinnen, 2 8. Warum 2808? Ja, wahrscheinlich zwei, dann Spinnen sind 8 Beine und dann einfach. Ja, 0 Uhr, okay. Stimmt, ja. Okay, ja, okay, ja. So kann man es auch machen. Ich hab's immer nicht 12 gedacht. Beate Künzel?
Hallo, hier spricht Super Gordo. Können Sie vorbeikommen und Ihren Mann abholen? Meinen Mann abholen? Was ist mit Dieter? Er hat ziemlich viel getrunken. Und jetzt müssen Sie den Wagen abholen, damit ich meine Brüder retten kann. Ist der schon wieder in dieser Kneipe? Der kann was erleben. Ich komme sofort. Wiederhören. Tschüss. Bis gleich. Dieter Künzel, steh auf! Meine Frau kommt, um mich zu retten. Du bist die Beste. Du bist wirklich die Beste. Ja, ja. Dieter, gib mir deine Hand. Du glaubst, ich sag das nur, weil ich betrunken bin. Ja, aber ich liebe dich. Gib mir einen Kuss. Komm jetzt mit. Halt! Ich muss mich noch von dem kleinen Affen verabschieden. Nein, Dieter, wir gehen jetzt. Tschüss, kleines Äffchen. Du bist unmöglich. Wie alt bist du denn? Benimmst dich wie ein Halbstarter. Setz dich ins Auto und schneid dich an. Gucke ich eigentlich die ganze Zeit nur aufs Telefon. So, jetzt ist die Frau der Boss. Okay, so, können wir nochmal mit dir reden? Wirtin? Hallo, Schankmaid. Hallo, Schätzchen. Ah, aber er hat die Brille vergessen. Okay, dann machen wir nochmal Tschüss, Ola. Tschüss, und nimm die Brille mit. Geht es? Es geht. Sehr schön. Dann noch schnell speichern und... wie lange nehme ich noch auf? 38 habe ich jetzt, dann... nehme ich bis 18.38 Uhr meine ich. Dann nehme ich noch ein bisschen auf. So, da geht's noch weiter. Gucken wir doch mal, was beim Hinterhof ist. Mhm. Halunke. Ja. Na, kann ich machen. Das könnte der sein, okay, den wir da bei dem Anrufbeantworter gehört haben. Eine Sackkarre ohne Sack ist nur Karre. Ich habe Superkräfte. Ich brauche keine Sackkarre. Keine Zeit zum Plaudern. Kistenstapel. Okay. Die Kisten sind mit roten X markiert. Ja. Zugenagelt. Hallo? Ja. Der Handlanger von Frau Dr. Tröge. Okay, habe ich mir doch gedacht. Kann ich da eigentlich Lieferwagen öffnen? Echte Superhelden benutzen umweltfreundliche Verkehrsmittel. Außerdem habe ich keinen Schlüssel. Also. Echte Superhelden. Ja, nein, das wollte ich gar nicht. Stopp. Außerdem. Ja. Ja, kann ich machen. Ich wollte Wenn ich weitergehe, wird er mich sehen. Ja. Okay. Ja. Er würde mich entdecken. Wenn ich weitergehe, wird er... Ja. Kistenstapel. Sehr verdächtig. Ja. Was ist da drin? Ham? Sam? Ja, seid ihr da drin? Keine Angst, ich werde euch rausholen. Ja. Ah! Ups. Geht das nicht schneller, Blumstingel? Ich habe meine Zeit nicht geschenkt. Das ist die letzte Kiste. Was wollen Sie nur mit so viel Katzenfell? Es handelt sich um eine wichtige Komponente meines aktuellen Projekts. Mehr müssen Sie nicht wissen. Schon gut. Ziemlich kalt draußen, was? Könnte bald wieder Sommer werden. Sparen Sie sich den Smalltalk. Ich bin keine Ihrer senilen Kundinnen, die so allein sind, dass sie zum Reden zum Friseur gehen. Haben Sie einen schlechten Tag, Frau Doktor?